Hier im Hintergrund im Rathaus, im Ratssaal, findet gleich was Besonderes statt. Daniel Bullinger wird sich nämlich ins Goldene Buch eintragen. Und danach geht es dann weiter zum Neubausaal, zur ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung, wo auch dann die Einsetzung stattfindet. Von jetzt Ihren Zimmern. Mhm. Und hätten Sie noch ein Lied? So was Witziges fand ich ganz nett. Also, ich kann ja sowas nochmal gucken, ob ich sowas noch mal kriege. Nee, weil es halt in vielen Fall des Liederhofs, finde ich immer toll. Herzlich beim großen Siedershof für diesen tollen Empfang bedanke. Und auch bedanke von Nora für die Begleitung im Neubausaal. War ganz toll und macht gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Wohlergehen und Heilung für Widerstand. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, Glück auf für die Stadt Schwäbisch Hall und Ihnen ganz besonders gutes Gelingen. Und Glück braucht man immer auch dazu, lieber Herr Bullinger. Danke. Dass Sie eine Heimat finden, neue Freundschaften beginnen und vielleicht schon zeitnah in Schwäbisch Hall ein neues Häusle entdecken und einziehen. Schwäbisch Haller werden. Sage nie, das kann ich nicht. Machen Sie sich diese Einstellung zu eigen. Verlieben Sie sich. Und diese Liebe würde ich gern mit Ihnen teilen. Verlieben Sie sich in eine der schönsten Städte in Land Baden-Württemberg. Verlieren Sie aber dabei nicht den Blick über die Stadtgrenze hinaus. Die Einsetzung erfolgt durch ein Mitglied des Gemeinderates. Gemäß § 42 Absatz 6 der Gemeindeordnung vereidigt und verpflichtet ein aus der Mitte des Gemeinderats gewähltes Mitglied, den Oberbürgermeister, im Namen des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Die Verwaltung schlägt vor, in guter Tradition die Verpflichtung des Oberbürgermeisters, dem ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters, in diesem Fall Herrn Stadtrat Hartmut Baumann, zu übertragen. Dazu muss jetzt eine Wahl stattfinden. Der Gemeinderat überträgt dem ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Herrn Stadtrat Hartmut Baumann, die Einsetzung und Verpflichtung von Herrn Daniel Bullinger in das Amt des Oberbürgermeisters. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Ich bitte die Geschäftsstelle, ein waches Auge zu haben. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung, dann ist das bei einer Enthaltung so beschlossen. Kraft meines mir vom Gemeinderat übertragenen Amts darf ich Sie heute in feierlicher Form in das Amt des Oberbürgermeisters von Schwäbisch Hall einsetzen. Ich erinnere Sie an Ihren Amtseid, den Sie mit der Ernennung zum Beamten geleistet haben, mit dem Sie geschworen haben, Ihr Amt nach bestem Wissen und Können zu führen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht zu achten und zu verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben. Ich darf Sie nun alle bitten, dass Sie sich von den Plätzen erheben. Sprechen Sie mir bitte nach. Ich gelobe Treue der Verfassung. Ich gelobe Treue der Verfassung. Gehorsam den Gesetzen. Gehorsam den Gesetzen. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich. Insbesondere gelobe ich. Die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren, die
der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Das war mein Part. Ein besonderer Dank geht an dich, liebe Jessica, dass du mir so ein grünes Licht für diese berufliche Herausforderung gegeben hast. Bedanken möchte ich mich für diesen Abend auch bei der Städtischen Musikschule, dem ersten Hofpaar, allen Grußwortrednern, allen beteiligten und fleißigen Helfern im Hintergrund und natürlich auch ganz herzlich bei Ihnen, die dem Aufruf Spenden statt Schenken gefolgt sind. Nun wünsche ich Ihnen und uns einen schönen Abend mit guten Gesprächen. Sagt euch gleich anfangen mit Trinkspruch. Sollt ihr anfangen? Ja, also. Ein Moment, auswendig kann ich es nicht. 24. Abends ja meistens auswendig. Okay, also. Die ganze Volksvertreter aus Berlin und Stuttgart hören jetzt mal nicht zu. Ja, oder besonders gut zu. Ja. Lieber in Hall und ein wenig Bläder, als in Sturm oder Berlin ein Volksvertreter. Gesundheit!